Sammy, du bist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich und ich habe folgende Schlagzeile gelesen oder folgendes Zitat in der Nordsee-Zeitung. 2003 war das. Wahrscheinlich bin ich Rapper geworden, weil ich so viel Wut in mir hatte. Und ich habe mich gefragt, worauf warst du denn wütend? Nee, gar nicht so wütend. Ich hatte einfach so ganz, bis ich dieses Hip-Hop-Ding für mich entdeckt hat, so, als war ich so ein Jugendlicher, der so immer Aufmerksamkeit wollte und ganz viel Energie hatte, aber nie irgendein Talent gefunden hat, wo dann das richtig platziert wäre, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Bin dann schon in der 7. Klasse aus der Schule geflogen und habe sehr, sehr viele Schulwechsel durchlebt. Und eigentlich erst durch diese Hip-Hop-Kultur, das ist ja, ging ja nicht nur um Musik, es ging auch um Graffiti, ne, die wirklich optische Kunst. Breakdancen habe ich nie gemacht, aber ich habe wirklich auch dann aufgelegt und Platten gesammelt und bin rumgegangen auf der Bahnlinie und habe Graffitis fotografiert und Bücher angelegt und meine Plattensammlung archiviert und das eben in der Zeit, wo meine Freunde eben mit 13 dann schon irgendwelchen anderen Kram gemacht haben, der dann auch nicht so gut für ihren Lebenslauf war. Und das ist eigentlich so das Grundding, also mein so dieses sich nicht irgendwo richtig in der Gesellschaft platziert fühlen. Woher kam das denn? Du bist in Hamburg-Eppendorf aufgewachsen. Da lebe ich auch seit ein paar Jahren, also in der Nähe. Aber ich bin erst vor 11 Jahren dorthin gezogen. Wie war das für dich, dort aufzuwachsen? Du warst, glaube ich, der Einzige, der nicht weiße Hautfarbe war in der ganzen Nachbarschaft, oder? Ja, in den 80ern war es sehr monokulturell da. Ich hatte noch einen Schulfreund, der Chilene war und dadurch auch irgendwie dunkle Haut hatte wie ich. Aber auch chilenische Eltern und wirklich auch einen Stolz darauf entwickeln konnte. Ich bin eben in einer weißen Familie aufgewachsen und kannte einfach keine anderen Leute, die irgendwie afrikanischer Herkunft waren und hatte schon auf jeden Fall irgendwie immer so ein Identitätsfindungsding. Also habe ich immer noch, aber irgendwann ist es dann über die Hautfarbenfrage hinausgewachsen, zum Glück. Mhm. Aber das war schon für mich irgendwie ja, weil auch die Leute haben mich oft so Neger und solche Worte genannt und dann habe ich aber glatte Haare und wenn ich dann darauf reagiert habe, dass sie mich Neger genannt haben, haben gesagt, du bist ja nicht ein richtiger Neger, weil deine Haare sind glatt und dann war ich noch verwirrter und wusste jetzt nicht mehr, auf wen ich wütend sein soll oder darf und das war auf jeden Fall und dann hatte ich in diesem Hip-Hop-Ding auf einmal was, das war eine schwarze amerikanische Subkultur, da, so ist es entstanden und ich war auf einmal derjenige, der ohne sich irgendeine andere Berechtigung erkaufen zu müssen. Ich sah auf einmal, sobald ich mir mein Cap umgedreht habe und so gemacht habe, sah ich irgendwie authentischer in dem Ding aus und hatte auf einmal irgendwas, was die anderen nicht so leicht für sich claimen konnten. Weil klar, jeder von meinen blonden Freunden war dann immer der Frauenschwarm und die Fußballer waren damals alle, da gab es noch keine Boatengs. So der einzige Schwarze in den deutschen Medien war Roberto Blanco. Das war jetzt für mich nicht so das Mega-Role Model, ja. So, obwohl er bestimmt auch kein schlechter Mensch ist. Ja. Aber er hat auf jeden Fall, damals war es schon so, dass das von Leuten noch mehr abverlangt wurde, dass sie ihre Rolle spielen. So, weißt du, du bist der Schwarze, dann musst du so sein. Du bist der Türke, dann musst du so sein. Und ich fand das auch vorhin interessant, wo ihr gesagt habt, dass ihr euren Sohn oder Söhnen nicht dass das Schauspielern beibringen oder nicht das empfehlen würde, diesen Job, weil ich eben mir einen Job ausgesucht habe, den es noch nicht mal gab, als ich ihn mir ausgesucht habe. Also ja. Diese ganzen Leute, die sich jetzt gerade dafür entscheiden, deutscher Rapper zu werden, die können mir auf jeden Fall mal danken. Ja, in der Tat. Du warst einer der Ersten bis mittlerweile Ende 30. Gibt es noch Momente, in denen du dich fremd fühlst im eigenen Land oder haben sich die Zeiten einfach gewandelt? Beides. Also die Zeiten haben sich auf jeden Fall gewandelt und ich sehe auch viel Fortschritt in diesem Land. Aber gerade wenn ich irgendwie, ich reise viel und wenn ich nach Deutschland zurückkomme, habe ich auf jeden Fall immer wieder dieses, auch was ich in Mimimi anspreche, in dem Song, der da eben lief, ist so, die Art von Rassismus, der ich begegne, ist jetzt nicht der aggressive, ich schrei dir in deine Fresse irgendein Wort, Rassismus, weil ich auch ziemlich groß bin und die meisten Leute so, also die Art, irgendwie strahle ich das hoffentlich nicht aus, so dass ich diese aggressiven Sachen auf mich ziehe, aber ich habe eher echt immer dieses Ding so, dass ich in egal welchem Land der Welt immer als Native durchgehe und Leute denken, ich bin ein Einwohner von da, in Amerika sprechen mich Leute auf Englisch an, in Frankreich auf Französisch, in den Philippinen dachten die, ich wäre ein riesen Filipino. Und dann etwas zu groß
1,93. Wie sprechen Sie das? Und dann komme ich nach Deutschland wieder und da habe ich eben auch oft dieses Ding. Also ich sage auch, und kaum bin ich, jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, sprechen alle mich auf Englisch an. Sie denken, ich wäre auf der Durchreise, dabei bin ich gerade angekommen. Ich war noch eben in einem anderen Land, wo ich für alle der Deutsche war, aber kaum bin ich zurück in Schland, bin ich plötzlich nur ein Ausländer. AKA Mimimi. Merkt ihr diese Abkürzung? Hat nicht einen ganz so schlimmen Beigeschmack und nicht ganz so starke Nachwirkung. Das habe ich, das Wort eben Mimimi, ich habe das irgendwann gehört. Und, ich habe das nicht, ich dachte, das wäre eine Wortschöpfung von dir. Ja, das ist auch. Aber ich habe es vorher schon mal gehört. Und von einer sehr politisch aktiven türkischen Frau, die in Hamburg lebt und auch ewig lang schon da lebt und sich sehr viel einsetzt für Leute, die mit ihrem Bleiberecht und mit, und irgendwann hat sie das Wort so erwähnt, Mimimi, und ich so, was heißt denn das? Und sie so, ja, Mitbürger mit Migrationshintergrund, so nennen die uns in Behörden. Und dann war ich so, wow, das ist natürlich krass, weil wenn man es so ausspricht, ist das so ein harter technischer Begriff, der irgendwie... Und genau, die Abkürzung hörte sich eben so niedlich an und ich fand gerade so in dieser Zeit, wo irgendwie das Wort Ausländer und Flüchtling und Migrationshintergrund, das sind alles so Begriffe, die irgendwie in der letzten Zeit von den Medien so negativ geprägt wurden. Und fand ich es einfach so niedlich, da so kleine Mimimis draus zu machen. Was machst du denn, wenn dich jemand dann auf Englisch anspricht? Also suchst du den Dialog? Versuchst du das aufzuklären? Sagst du dir, ach, egal? Nee, ich bin einfach dann nicht so... Also ich reagiere schon, also dann so beleidigt gereizt. Nicht aggressiv gereizt, aber schon so auf, ey, okay, ich will einfach mit euch allen gar nichts zu tun haben. Wenn das hier keine Normalität in diesem Land ist, dass man irgendwie, wenn man nicht aussieht wie der deutsche, arische, blonde, blauäugige Typ, so, dann wird man in einer anderen Sprache angesprochen. Das ist für mich einfach so sehr rückschrittlich, dass ich... Ich sag jetzt mal so, von der Körpersprache her bist du jetzt nun auch nicht unbedingt der jetzt nur massiv auf Menschen zugeht und so. Nee, genau, deshalb ist es ja schlimm genug, dass sie mich alle ansprechen. Das ist egal, wie ich spreche. Er versucht ja schon alles, um das zu meinen. Versucht man ja schon irgendwie wahrscheinlich eher irgendwie drum herum zu gehen. Also sage ich jetzt mal ganz provokativ. Ja. Ist total okay. Du hast eine Zeit lang mal in den USA gelebt, natürlich auch, weil dieser ganze Lifestyle, dieser Hip-Hop-Lifestyle, dieser Rap-Lifestyle da auch seinen Ursprung hat und dort auch wirklich gelebt wird von vielen Menschen. Da ist es ja fast Mainstream. Hast du da etwas gefunden, was dir Deutschland nicht geben konnte? Hast du dich da mehr zu Hause gefühlt und aufgenommen und angenommen? Am Anfang schon, also in die Illusion von diesem Melting Pot und alle sind gleich, habe ich mich, oder alle, es ist so viel von jeder Minderheit da, dass Minderheiten zur Mehrheit werden. Das hat mich am Anfang sehr fasziniert und mir einfach so ein beruhigendes Gefühl gegeben, wenn ich durch eine Stadt gehe und nicht der Exot bin. Und je länger ich da geblieben bin, desto mehr habe ich dann doch auch gemerkt, was ich an Deutschland wertschätze und habe auch... Also zum Beispiel ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich höre, ob jemand schwarz oder weiß ist, wenn er hinter mir geht. So, ne? Allein aufgrund der Art, wie er redet, so höre ich, ob jemand schwarz oder weiß ist. Das ist ja sowas, was in Deutschland nicht eindeutig so ist. Also wenn jetzt jemand Woran hört man das? An der Art zu sprechen? Ja, oder? Schon. Also klar, es gibt dann natürlich auch Ausfälle, also Ausnahmen, aber die sind wirklich kleiner, als man denkt. Und dann sind sie eben auch wieder genauso Klischee, weil dann hast du irgendwie den Schwarzen, der irgendwie nicht schwarz sein will und dann total pikiert und hochgestochen redet und irgendwie sich sein Hemd weiter hoch noch zuknöpft, als die Knopfleiste geht und so. Du sahst aber auch anders aus, wenn man in den USA in der Zeit. Nee, ich meine in den USA, du hast, also anders als jetzt. Ich meine, ich hätte mal Fotos gesehen, wo du quasi behängt warst mit Ketten, was man ja eigentlich so mit den typischen US-amerikanischen Rappern auch verbindet, die dicken Ja, goldenen. Ich hatte so eine Zeit, wo mich das dann sehr fasziniert hat, auch diese, also einmal... mochte ich diese Kultur und dann diesen Zugang dazu zu haben. Das Foto? Da habe ich eine Zeit lang echt sehr viel Geld für Schmuck ausgegeben und dann irgendwann gemerkt, ich trage gar nicht so gerne Schmuck. Und was heißt viel Geld? Also insgesamt auf jeden Fall schon hätte ich mir bestimmt ein, zwei große Autos kaufen können. So. Für den Schmuck? Ja, also ein richtig schönes auf jeden Fall. So. Ein deutsches Werk. Ist das der Grund, warum deine Mutter irgendwann dein Management übernommen hat und sich so ein bisschen gekümmert hat? Nee, das Finanzielle? Nee. Weil du dankst ihr auf deinem Album explizit. Es gibt ein Lied, das deiner Mutter, ich weiß nicht, ob gewidmet ist, aber was von ihr handelt, was ich sehr liebevoll und schön finde. Ja, also sie ist irgendwann
habe ich ein Plattenlabel aufgemacht damals. Da hat sie dann die Buchhaltung gemacht und dann hat sie auch meine ganze Buchhaltung übernommen. Und, weil die Steuer kam irgendwann, ne? Nee, nicht so. So ist die Story nicht wirklich. Aber so, wenn du sie so erzählen willst, ist auch okay. Nee, ich habe es so gelesen. Ja, klar. So gelesen. Auf jeden Fall, aber sie macht dein Management. Genau, und sie ist auch auf jeden Fall. Also danach hat mir das auch so schon ein bisschen geholfen, diese Instanz, dass man weiß, so irgendjemand liest diese Kreditkartenabrechnung und so ist und weiß, wie schwachsinnig man mit seinem Geld umgeht. Das hat mir dann noch ein bisschen so ein Gewissen gegeben, dann, was ich vorher nicht so hatte. Aber wenn man so früh einfach so viel Geld auf einmal kriegt und dann, man muss ja irgendwas damit machen. Also, und ich meine, sonst hätte ich es auch bestimmt in andere schwachsinnige Sachen investiert. Und ich finde es auch manchmal gut, so irgendwas rauszufinden, was man nicht ist, indem man versucht, es zu sein. Ne? Also einfach diese Art von Rapstar, von denen ich Fan bin, so diese Kultur gibt es hier einfach gar nicht, dieses Materielle. Da kauft man sich vielleicht ein schönes Auto oder so, oder als Mann noch eine Uhr oder so. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, nee, dieses ganze mich schmücken ist einfach nicht meins. Und ich investiere mein Geld heutzutage eben in Boxen im Studio oder in Sachen, die wirklich meine Kunst auch fördern. Gibst du das auch Boxen? den Kindern? Achso, nee, Boxen. Boxen. Ja. Gibst du das auch den Kindern weiter mit deinem Verein Deluxe Kids? Du engagierst dich ja sehr für Integration und auch dafür, dass, dass die Kids von der Straße kommen und irgendwie sich auch ausleben können, sich entfalten können. Ja, ich glaube sehr eben an dieses Phänomen, was bei mir auch geklappt hat, einfach jungen Leuten, die gerade nicht genau wissen, wohin mit dieser ganzen Energie, irgendwas zu geben, einfach anzubieten, ein Angebot. So. Ich habe das Ding ja gefunden, ohne dass jemand in meine Schule kam und gesagt hat, hier in dem Raum ist der Breakdance-Kurs, da kannst du rappen lernen, da kannst du Graffiti sprühen. So. Ich habe das ja ohne dass mir diese positiven Sachen irgendwie angeeignet und sehr viel daraus gemacht. Und das ist natürlich, also ich bin einfach, ich glaube nicht wirklich an so Politik. Ich glaube, also ich habe für mich irgendwann gemerkt, so wählen und dieses Ganze, das Verfolgen und so, das ist nicht. Gehst du nicht wählen? Nee. Und ich gucke auch keinen, also ich gucke eben auch kein Fernsehen wirklich. Und ich weiß eben auch nicht, außer dich kannte ich auch keinen in der Runde. Ich kenne eben auch keine deutschen Filme und Tatort. So, das habe ich noch nie geguckt. Das ist einfach meine Art von so kultureller Sozialisierung ist irgendwie sehr viel über Amerika gelaufen. Also auch als seit dem Moment, auch bevor ich da war, einfach nur als Jugendlicher. Und glaubst du, du kannst mit deiner Arbeit mit den Jugendlichen mehr bewirken, als wenn du wählen gehst, dich politisch engagierst, weil du wärst ja jemand, politisches dem man Engagement zuhört, ne? ist ja nicht ein Kreuz auf den Zettel zu setzen, wenn du sieben Leute zur Auswahl hast, die du alle scheiße findest, sondern oder nicht mal kennst oder dich einfach nicht dafür interessierst, sondern ich finde einfach, Politik entsteht ja da, wo Leute direkt da ansetzen und sagen, das ist hier mein Haus und da räume ich vielleicht erstmal vor meiner Tür auf oder das sind die Wege, mit denen ich weiß, dass ich Leuten helfen kann. Ich gebe sehr vielen Leuten Jobs, ich habe ein Label, ich habe ein Studio, ich habe ein Restaurant und ich glaube schon, dass man so, wenn jeder für sich mit einem guten Herzen Politik in seinem kleinen Kreis machen würde, dass es genauso effektiv oder ineffektiv wäre. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Genau. Ja. Das gut. So cool. Ich finde es schön, dass Juli C., ein hochpolitischer Mensch wie Juli C. dazu sagt, ja. Wenn sie sowas hört, ja, nicht, ich wähle die Leute, ich gehe nicht wählen oder so, sagen Sie da, denken Sie da, schade oder kann ich verstehen? Beides, ich kann es verstehen, ich finde es natürlich trotzdem schade, aber was ich schön finde, ist, dass Sammy halt einfach beschreibt, dass es einen Impuls gibt, in irgendeiner Weise trotzdem was zu machen. Was zu machen. Und ich finde jetzt die Frage, auf welchem Level man das tut, nicht die entscheidende, sondern dass man wirklich das aus den richtigen Motiven tut. Darf ich auch was fragen? Klar. Eine Frage, das würde mich wirklich interessieren. Glaubst du, dass die Kinder, denen du Hip-Hop oder so als Angebot machst, das auf eine gleiche Weise nutzen können wie jemand wie du selbst, der das sozusagen auch aus einer Protesthaltung heraus oder als eine persönliche Suche? Also funktioniert das sozusagen so ähnlich wie ein Judo-Club oder ein Gesangsverein? Also geht das überhaupt? Weißt du, ja, aber woran gemessen? Also ich kann da ja nicht nach den Workshops hingehen und in dem wie Moment... Wie glaubst du das einfach? Also ich glaube schon, dass einfach alles, was man an positiven Signalen in die Welt sendet, irgendwo fruchtet. Und ich glaube, es ist falsch, da irgend so eine Quote zu finden und sagen, okay, wenn ich jetzt 100 Leute im Workshop habe, dann müssen mindestens 20 davon irgendwie das auch aufnehmen. Ich glaube schon, dass es, also genauso mache ich es ja auch mit meiner Musik, wenn ich Songs schreibe wie Mimimi, dann weiß ich, automatisch in Deutschland fühlen sich ganz viele Leute auf den Schlips getreten und zwar nicht Rechte, sondern Deutsche, die eigentlich denken, dass sie total weltoffen sind und dann irgendwo sich ertappt fühlen, weil sie vielleicht auch schon mal jemanden gefragt haben, wo kommst du her? Und dann sagt er Hamburg und dann, nee, du weißt schon, was ich meine. So, und wenn solche Leute fühlen sich dann ertappt und mögen den Song deshalb nicht, schreibe ich ihn deshalb nicht? Nein.
weil ich dann lieber an die Leute denke, deren Sprachrohr begrenzter ist, nämlich die Minderheit, nicht die Mehrheit dieser Bevölkerung, und einfach weiß, was für Reaktionen ich da schon von einzelnen Leuten bekommen habe. Nicht über Facebook, sondern wirklich face to face, ohne Book. Und da habe ich wirklich schon von Leuten gehört, dass viele von meinen Songs, wo ich darüber rede, über meine Hautfarbe, über mein Verhältnis zu diesem Land, dass ich damit wirklich Leuten Phasen ihres Lebens sehr viel erleichtert habe oder Leute gesagt haben, ich habe ihnen ihr Leben gerettet oder was weiß ich. Also, und das ist mir irgendwie wichtiger, dass daran zu glauben, dass irgendjemand sich da angesprochen fühlt, als zu denken, so, wo bietet das zu viel Angriffsfläche oder so. Stört dich die Frage, stört dich die Frage wirklich, dass ich habe das letztens mit Freunden auch diskutiert, dieses, wo kommst du her? Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man gefragt wird, weil ich frage auch ganz oft, wenn ich im Ausland bin oder wenn ich ins Taxi steige und ich sehe, da hat jemand irgendwie Migrationsvordergrund, dann sage ich immer, wo kommst du her? Weil ich das einfach spannend finde. Also ich sage auch im Spaß, ich komme aus Datteln, aber ich weiß natürlich, dass die wissen wollen, das ist jetzt der Irak oder der Iran, was war das nochmal? Also ich finde, der Ton steckt ja eine Geschichte dahinter. Ne? Ja, aber letztlich, der Ton macht also die Musik. Ja. Und dann, ich finde das ja spannend, andere das Kulturen, auch total. Andere das Länder. Kommt auch bei mir in Deutschland, also wenn ich so in Köln mich sowas jemand fragt, obwohl ich jetzt Hamburger bin, dann würde ich niemals gereizt reagieren, weil Kölner einfach so mit ihrer Art, das zu machen, so nett und direkt. Und in Berlin hast du das auch teilweise. Und manchmal ist es einfach so. Also ich habe oftmals dieses Ding, wo ich einfach so weiß, so, der Mensch hat keinen interkulturellen Freundeskreis und will, weißt du, mir jetzt die Exotenkarte irgendwie zuschieben. Und die will ich einfach nicht haben, weil ich einfach seit ich geboren bin, in diesem Land lebe und ein deutscher Dichter letztendlich bin und sollte mir nicht rechtfertigen müssen, dass ich die deutsche Sprache einigermaßen gut beherrscht. Das war auch so eine Frage, oder? Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Ja, also das ja klar. Kenne ich auch. Sammy, dein neues Album heißt Berühmte letzte Worte. Was ist dein berühmtes letztes Wort jetzt für dieses Gespräch? Ich muss auf Klo. Ja.